Willkommen zurück zu Gothic. Was? Wenn ich springe, kriege ich keinen Schaden. Ich habe Zornstahl, der macht 88 Schaden. Ich hatte davor schon Rachestahl, der macht mehr Schaden. Wenn ich springe, kriege ich keinen Schaden. Okay, interessant. Was passiert jetzt, wenn ich versuche, langsam da durchzulaufen? Kriege ich Schaden, okay. 119. Dann springe ich doch mal. 9. Ich kriege also jedes Mal 110 Schaden. Die Frage ist nur, wie komme ich jetzt hier wieder raus, ohne mich komplett mit Heiltränken voll zu dröhnen? Ich glaube, das mache ich einfach mal. Ich dröhne mich mit Heiltränken voll. Und Moment, ich habe ja immer noch die Möglichkeit, mich in die Fleischschwanze zu verwandeln. Hä? Habe ich die nicht ausgewählt? Achso, nee, ich bin dann gestorben. Da war ja was. Geh mal weg. Und dann hätte ich gerne... Nein? Ja. Ich vermute, dass die Fleischschwanze klein genug ist, um zwischen den Stacheln durchzulaufen. Ja, so viel dazu. Das hat wunderbar funktioniert. Nicht. Sehe ich das richtig, dass da am Rand irgendwie Plätze frei sind? Also zumindest an der Seite ist ein bisschen Platz. Hep. Und hep. Keine Ahnung. Bevor es jetzt nochmal schief geht, speichere ich mal hier unten. Also vielleicht sollte ich mich auch vorher heilen, bevor ich speichere. 229. 329. Dann noch, ja, komm, 70. Bin ich bei 400, knapp 390, genau. Dann spreche ich mal auf 2. Und jetzt versuche ich mal hier am Rand lang zu laufen. Hallo, ich laufe am Rand lang. Bitte. Was zur Hölle? Warum laufe ich langsam? Bei Tomb Raider kriegt man auch keinen Schaden, wenn man langsam durch die Stacheln läuft. Yes! Geschafft! Strike! Yippie! Ich bin frei! Frei! Und fast tot übrigens. Moment, wie viel brauche ich? 330. Wie kriege ich 330? Nochmal 70. Fehlen mir noch 260. Damit fehlen mir noch 210. Und 210 sind 3×70. So, und jetzt müssen mir noch genau 4 Punkte fehlen, nee, 3 Punkte. Und zur Feier des Tages gibt es dann ein Wasser zum Nachspülen nach den Heiltränken. Die schmecken immer so süß und klebrig. Mag ich nicht. Oh, da ist ein Schalter. Was der wohl tut. Wir fahren's nach dem Speichern. Nämlich jetzt. Er macht zu. Yay. Finde ich irgendwie nicht so toll. Warum macht er zu? Das ist doch dumm. Macht doch wieder auf. Nein. 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 Zum Öffnen muss ich runter zu den... Oh, zu den Stacheln. Yay. Moment, hä? Ich habe gerade oben gespeichert. Ja, da habe ich gespeichert. So. Alles gut, nichts passiert. Puh, wie gesagt, da wollte ich rein. Da geht's weiter. Ich will nochmal rüber zu meinem Ork-Freund, dem ich vor einigen Folgen entkommen bin. Geht's eigentlich hier unten auch noch weiter? Fällt mir da gerade so auf. Ja! Hups. Den habe ich voll nicht gesehen in der Dunkelheit. Ja, hier unten geht's auch weiter, tatsächlich. Deswegen die Kamerafahrt vorhin hier runter. Und wo führt das hin? Ach was, guck mal. Das ist genau das.
Ja, hier geht's definitiv weiter. Aber ich will trotzdem zurück zu meinem Ork-Freund, der mich vertrieben hat, vor dem ich weggelaufen bin, weil ich nur noch ganz, ganz wenig Lebenspunkte hatte. Vor ein paar Folgen. Und ich würde dem gerne noch einen Besuch abstatten und ihn freundlich darauf hinweisen, dass meine Axt besser ist als seine Waffe. Oder so ähnlich. Weil, geht ja gar nicht. Ich bin hier der Mann im Tempel. Er darf sich mir gerne unterordnen, aber er darf nicht der Anführer sein. Oh, eine Fackel. Komm her, mein Junge, komm her. Na, Fackeln? Da sind die Fackeln. Wir haben einfach noch Zeit, lässt die Fackeln wegzustecken. Ey! Ey! Vielleicht doch nicht. Vielleicht ja doch nicht. Yay! Zum zweiten Mal geblockt im ganzen Spiel. Oh. Waffe ziehen! Ah. Zum dritten Mal geblockt und zum ersten Mal nicht erfolgreich. Ah. Jetzt aber, ey. Und weil es so frustrierend war, nehme ich deine Waffe auch gleich mit. Da lag doch gerade irgendwas, oder? Oder habe ich mich da verguckt? Kann ich gerade irgendwas oder habe ich den Skelettkrieger falsch gelesen? Na, das kann sein. Gut. Ich brauche. Vielleicht hast du wieder Skelette. Ja, ich habe Skelette. Ich habe Knochenknirschen. Ich kenne doch das Geräusch mit Knochenknirschen. Meine Gelenke knacken ja selber oft genug. So, jetzt aber 167. Dann fehlen mir 240. Was war das denn? Was war das denn? Ich hab ihn besiegt, nachdem ich geschlagen habe. Ich habe geschlagen, nicht getroffen. Und eine Sekunde später war er tot. ja genau, 240, das weiß ich nicht. Noch 170, noch 100. Achso, ja genau, natürlich, 14 plus 10. 24. Hm. Kopfrechnen und so. Müsste ich mal wieder üben. Sollte man generell können, Kopfrechnen. Auch im Mittelalter war das nützlich. Und wenn ich jetzt... Ah, okay. Hier dürfte dann wohl nochmal so ein Magier-Typ sein, schätze ich. Da speichere ich mal lieber so ein paar Mal. Ne? Und so. Dann könnte ich die Fackel wegstecken. Hey, ich habe wieder 10 davon. Wow, ich habe gerade echt gespeichert, kurz bevor das Ding zuging. So, was haben wir hier? Wir haben hier einen Stein. Den Schalter, den benutze ich doch mal. Was wie? Hallo? Der ist rotationssymmetrisch, den kannst du von jeder Seite benutzen. Ein Ork. Ach nein, ein Dämon. Süß. Und genau so ein Viech war doch bei Xardas im Erdgeschoss, oder? Das heißt dann wohl, Xardas ist tatsächlich ein Dämonenbeschwörer. Und mir fehlen 120 Lebenspunkte. Yay! So, wie kriege ich die? 15, 30. Nochmal 2 macht 60. Nochmal 2 macht 90. Und nochmal 2 macht 120. Vielen Dank. Vielleicht gibt der Mittlere einen stärkeren Gegner. Dann würde ich gerne noch ein bisschen trainieren.
Nachdem ich nochmal gespeichert habe. Ich weiß nicht, ob ich da jetzt überparanoid bin, aber... Ah, so ging das. Die Waffe ziehen, während man irgendwas benutzt. So ging das schnelle Umdrehen. Ich wusste doch, dass es irgendwie geht. Wow. Noch eine Stufe gestiegen. Und jetzt brauche ich 50 Lebenspunkte. 1, 2, 3, 4. Vielleicht waren es auch schon 5. Es ist so dunkel, ich sehe es nicht. Jo, wo war ich gerade? Achso, genau, nochmal 2 Stufen. Hier ist ja eigentlich der Schläfer und das Ende damit. Wobei, ich weiß nicht, vielleicht muss ich ja nochmal zurück. Kann ja sein. Ah, guck mal. Der dritte Magier. Ich weiß nicht, wie viele es gibt. Ich schätze 3. Ein Ungläubiger im Hort des Meisters. Verdammnis über dich. Verdammt sein wirst du, stinkender Moderteppich. Moderteppich. Moment, der erste hatte Feuer, der zweite hatte Blitz. Hast du Eis? Nö, auch wieder Blitz. Okay. Und ein Schabernack. Schabernack. Ich schätze 3, weil ja die ganze Zeit immer so 3 verschiedene Symbole da waren und so. Deswegen schätze ich jetzt mal, dass das hier der letzte war. Und interessant, dass der hier so abgelegen liegt. Ich hätte ja eigentlich gedacht, dass das auch mit dem... mit der großen Halle verbunden sei. Na, jedenfalls, genau. Da drüben geht's zur großen Halle, wo es offensichtlich weitergeht, denn alle anderen Wege habe ich jetzt schon erforscht. Aber ich habe 31 Lernpunkte. Ich würde gerne gucken, ob ich den 5. Kreis der Magie lernen kann und wenn ja, ob sich das lohnt. Ich habe selber, glaube ich, keinen Kreis 5 Zauber. Ach nee, Moment, ich komme hier gar nicht mehr rein, wenn ich einmal raus bin, gell? Weil ich ja den Ork-Teleport-Zauber dann nicht mehr habe. Mist, das heißt, die bringen mir jetzt gar nichts. Die Punkte. Schade. Gut, dann muss ich wohl hier unten rein. In die große Halle und einfach weitermachen. Genau. Ich denke mal, die Begegnung mit dem Schläfer dürfte jetzt nicht mehr lange dauern. Ich habe mal wieder das Let's Play 3-stellig nummeriert und werde vermutlich mit 2 Ziffern bis zum Ende auskommen. Bei Deus Ex ja auch schon. Jedenfalls bin ich hier jetzt in der großen Halle, von der ich die ganze Zeit gesprochen habe. Und durch diese Torbögen werde ich in der nächsten Folge schreiten. Mit erhobenem Haupt und gezückter Axt. Und warum? Das heißt, ob es angemessen war oder ob es übermäßig paranoid war, das werden wir in der nächsten Folge erfahren. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin.